Ladies and Gentlemen, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Division. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und nach der längeren Aufnahmesession heute Nacht, ich habe jetzt bis um 6 aufgenommen oder so, habe die Folgen bearbeitet, die laden gerade hoch, habe nebenbei ein bisschen Just for Fun bin ich rumgereist, habe Nebenmissionen gemacht. Ich habe drei Safehäuser aufgedeckt, das... Und dann noch irgendwo zwei. Wir rennen hier eigentlich rum. Okay. Okay. Habe die aufgedeckt. Und wenn man die dann aufdeckt, gibt der JTF einem Offizier einem drei Aufgaben, die man machen muss. Und zusätzlich kann man sich noch ein paar Aufgaben an den Tafeln abholen. Das sieht man hier sehr gut. Das sind die JTF, die Nebeneinsätze. Das von dem JTF-Offizier. Das ist das von der Tafel. Zusätzlich tauchen dann manchmal noch ein, zwei... Sachen auf. Hier habe ich nur das Safe House freigeschaltet, damit ich einen Schnellreisepunkt habe. Hier genauso. Die Nebenmissionen habe ich hier noch nicht gemacht, wie ihr seht. Die habe ich nur hier, die mache ich noch und hier gemacht. Ja, hier habe ich auch noch nicht alle gemacht, sehe ich gerade. Mein Charakter hat sich ein bisschen verändert. Ihr seht, wir sind Level 12. Wir haben inventartechnisch auch, wie ihr gerade seht, ganz gut aufgerüstet. Ich habe eine neue Sniper. Das ist jetzt eine spezialisierte. Vorher haben wir ja die gehabt. Die teste ich gerade. Macht mehr Damage. Ansonsten, ja, auch eine schöne Waffe. SKH habe ich auch verbessert mittlerweile. Da habe ich vorher eine mit 3000 Schadenspunkte gehabt. Jetzt habe ich mit 3400. Das war ein Blueprint, den ich gefunden habe. Genauso Ausrüstung habe ich soweit alles gefunden. Hier bei der Ausrüstung habe ich sogar eine Mod drin. Eine Elektronik-Mod. Die lässt mich mehr Elektronikteile finden. Also man kann dann tatsächlich, das ist das hier, die sind Mods. Und die kann man dann in die Klamotten mit reinpacken. Das sieht man dann an dem kleinen grünen Strich. Ich möchte jetzt nochmal Technik machen. Ihr seht, bei Technik sind wir gerade erst 10%. Das heißt, ich werde jetzt die Technikmission machen, die da ist. Deswegen bin ich hier hingerannt, die da ist. Agent, wir haben ein ernstes Problem mit dem Stromnetz am Times Square. Rhodes wird Ihnen die Details erklären. Er ist Ihr Kontakt für diesen Auftrag. Danke. Also folgendes. Der Abspanntrafo steht kurz vor dem Abnippeln. Dadurch kommt es zu Spannungsabfällen. Normalerweise kein großes Ding, aber normal ist schon lange her. Wenn das noch eine Weile so weitergeht, kommt es zu einer Kette von Ausfällen auf der Insel. Und das wäre nicht gut. Ja, das glaube ich dir. Deswegen werden wir jetzt ein paar Technikmissionen machen. Okay. Oberste Priorität ist, den Trafo am Times Square zu reparieren, bevor der Strom im ganzen Bezirk ausfällt. Aber ich kann sie durch die Reparatur führen. Glaube ich. Hoffe ich. Gott. Ist euer fucking Ernst, dass ich nach dem anderen. Wir müssen den Strom manuell abschalten. Und mit wir meine ich Sie. Ich weiß, es ist kontraintuitiv, aber Sie müssen mir vertrauen. Diese Box ist sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also, ich habe damit schon richtig gut Spaß gehabt. So, Snipey raus. Sniper Peng Peng. War schon zu lange nicht mehr draußen. Mein Trotz, was mich immer wieder nervt, ist trotz, dass ich... Guck mal, die stehen mit dem Rücken zu mir und wissen sofort, von wo der Schuss kam. Headshot. Und sofort wissen die, von wo der Schuss kam. Mit Charlie. Oh, die machen richtig Damage. Die machen richtig Damage. Was kommt es? Ja, die Skaha, ich denke mal nicht, dass es meine finale Waffe sein wird. Ich brauche tatsächlich eine Waffe, die ein bisschen mehr schießt, so eine M4, so eine Elite M4. Aber eine AK. Nein! Nice.
schon beim Spielen. Ich habe jetzt nur 4 Stunden geschlafen oder so, bin dann wieder aufgestanden, habe geguckt, dass die Folgen alle schön hochladen. Die letzte lädt gerade hoch. Nur den Schalter umlegen, das reicht völlig. Ich habe das Befürchtnis, dass es nicht reicht. Gut, der Strom ist weg. Jetzt können Sie an dem Trafo arbeiten, ohne geröstet zu werden. Tut mir leid, Rhodes. Ich muss den Einsatz umleiten. Als wir noch ein Bild hatten, konnte ich die Leichen in dem Raum als Division-Agenten identifizieren. Alles andere muss warten, bis wir herausgefunden haben, was passiert ist. Typisch Bundesbulle. Da ist eine kleine Polizeidienststelle in der Nähe. Ich sende Ihnen den Standort. Dort finden Sie die Aufzeichnungen der U-Bahn-Kameras. Okay. Seien Sie vorsichtig. Die Schüsse werden die Rikers alarmiert haben. Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum. Und so ein wertvolles Ziel wie Sie werden die sich nicht entgehen lassen. Und Headshot. Komm schon. Warum mache ich eigentlich keine Headshots mehr? Und wo kommen die denn von, ne? Da kommen die nächsten. Ah, Sniper. Die sind heftig. Die haben mich schon teilweise mit One-Shot getötet, die Typen. Ich bin keine Bullensau. Ich bin eine junge, fühlende. Ich find's ein bisschen. What the fuck? Warum macht der sowas? Ich werde hier wahrscheinlich ein anderes Visier drauf machen müssen auf die Waffe. Alter, noch ein Elite-Typ. Ich glaub. Oh. Ich glaub's nicht. Ah, diese Box ist echt cool, weil die mir einfach mal. Wenn ich. Warum nehmen die keinen Schaden, ey? Nee, er ist tot. Da hinten ist wieder ein Sniper. Alter, fuck, da hinten ist wieder ein Sniper. Sniper-Duell. Das könnte ich auch von dir behaupten, mein Freund. Genau. Ein bisschen schwitzige Hände. So. Mal kurz das Zeug hier einsammeln. Sind zwar nur Klamotten, aber eine Dame von heute muss auch einen vollen Kleiderschrank haben. So, da ist irgendwie Munition. Genau, die nehmen wir auch mit. Ich setze die Granaten viel zu wenig ein, habe ich festgestellt. Ich sehe mir das Material über diese Agenten an. Sie können jetzt mit der Reparatur des Trafos weitermachen. Okay, ich weiß, wo die nächste Mission endet. Ist sie auch bestimmt fertig mit Ihnen? Ist ja nicht so, als wäre meine Arbeit auch irgendwie wichtig, hm? Wir brauchen einen funktionierenden Sicherungskasten, um wieder alles zum Laufen zu bringen. Warren Gate, der Stromversorger, hat einen Wagen für Reparaturen geschickt, aber die wurden nicht eingetragen. Das heißt, sie wurden auch nicht durchgeführt. Und das heißt, die Ersatzteile, also auch der Sicherungskasten, sind noch in dem Wagen. Ich kenne den ungefähren Standort, also wenn Sie endlich Zeit hätten. Bitch.
Wahrscheinlich muss ich auch genau dahin. Da ist ein Granatentyp dabei. Das ist der. Ey, machst du nicht. What the fuck? Achso. Ah, da sind noch mehr. Ach nee, da. Er hat mein Dingsbums kaputt gemacht, die Sau. Irgendwie ist die Treffererkennung ein bisschen herabgesetzt, habe ich das Gefühl. Also ich treffe den und eine Sekunde später fällt er erst um oder zeigt mir an, dass ich getroffen habe. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Den Sicherungskasten stöpseln Sie einfach in den Trafo ein. Ich markiere Ihnen die Stelle. Und wenn wir Glück haben und es klappt, erstrahlt der Times Square, als wäre er wieder voller Touristen. Heben Sie sich keinen Bruch. Rechnen Sie nicht mit einer Entschädigung, wenn Sie sich den Rücken kaputt machen. Party Time, sehe ich genauso. Lass mal den Handgranatentypen ausschalten. Dann rennt da noch einer mit einer Shotgun rum. Nee, der ist tot. Der ist direkt vor mir. Mit seiner hässlichen AK. Nice. Können Sie mal ein Medikit leisten, wenn da noch eins rumliegt? Mal nachladen. Nachladen ist das Wichtigste in dem Spiel, weil das musste ich schon echt sehr, sehr doll lernen. Also wirklich, da habe ich schon echt Schweiß und Blut. Ich bin eine starke junge Frau. Ich bin eine starke junge Frau. Nein! Lass uns das Ding fallen jetzt. Was? Haben wir gar nicht. So gar nicht. Ach verdammt, das sind die Sniper. Was ist denn sowas? Alter, die haben. Das ist ein. Warte, fuck, wo kommt das her? Warum kriege ich hier Schaden an der Seite? Da war einer neben mir, oder? Warum kriege ich dauerhaft Schaden? Warum habe ich dauerhaft Schaden bekommen? Werfer. Das verstehe ich gerade gar nicht. Ich habe dauerhaft Schaden bekommen. Das heißt, ich habe gesehen, wie mal mehr die Schadensanzeige nach unten gegangen bin, als ob ich vergiftet gewesen wäre oder so. Den Sicherungskasten stöpseln Sie einfach in den Trafo ein. Ich markiere Ihnen die Stelle. Und wenn wir Glück haben und es klappt, erstrahlt der Times Square, als wäre er wieder voller Touristen. Heben Sie sich keinen Bruch. Rechnen Sie nicht mit einer Entschädigung, wenn Sie sich den Rücken kaputt machen. Krass, dass die wirklich ein Mörder-Aim haben. Die kommen irgendwo um die Ecke gerannt und sehen mich instant und töten mich. Oder schießen instant auf mich. Dass er gerade die Granate auf seinen eigenen Mann geworfen hat. Das finde ich ein bisschen scheiße gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du kommst irgendwo instant um eine Ecke und die sehen dich instant, beziehungsweise... Wenn du mit dem Schalter einfach vom Dach, die wissen sofort, dass du auf dem und dem Dach bist und schießen natürlich auch sofort auf dich. Alles ist ein bisschen kacke gemacht, muss ich sagen. Ja, gerade wenn ich mit dem Schalldämpfer auf dem Dach liege, hinter Deckung. Ey, ganz ehrlich. Ach nee, nicht da drüber klettern. Nicht da drüber klettern, du solltest nur das Ding abwerfen. Die Wichser aus der Deckung.
gerade hatte, geht's kurz. Ach da. So nicht, mein Freund, so nicht. Ah, kletterst du da hoch, ja? Nice. Was liegt denn hier noch rum? Munition, Munition, Munition. Nee. So, Waffen nachladen, immer ganz wichtig. Wie gesagt, das habe ich schon nicht. Dafür habe ich echt schon bezahlen müssen für diese Lehre. Ich denke, ich werde heute noch 2-3 Folgen machen. Dann haben wir heute echt viele Folgen gemacht. Dann sind wir bei so 9 Folgen und dann denke ich, ab morgen kommt dann wieder das reguläre Programm mit ein paar mehr The Division Folgen. Ja, bist du. Aber nicht heute. Kommt denn das? Da, oder? Die Kanone ist doch Müll! Ja, aber sie bringt dich um, die Kanone. Letztendlich wiederholen sich die Missionen auch in der Hauptkampagne, also bis jetzt... Ja. Soundbugs ein bisschen, dass man der Sound mal so abhaut. So. Schafft! Geschafft. Den Bereich verteidigen. Leider können sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Tut mir leid, die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Warnung! Feinde entdeckt! Ja, da kommen wahrscheinlich gleich noch ein paar elite Gegner. Was meinst du denn hier, mein Gott? Ja, da. Au. Ah, da ist wieder ein Sniper dabei. Ja, ja, ich bin aufgestanden heute Morgen. Das war mein großer Fehler. Alter. Mal ein bisschen auf eure Umgangssprache. Hier sind Kinder anwesend. Jetzt habe ich doch noch keine gesehen. Den müssen wir unbedingt ausschalten, den scheiß Sniper, weil die sind echt heftig. What the fuck? Warum geht der immer so aus der Deckung raus? Geht doch nicht immer so aus der scheiß fucking Deckung raus. What the fuck? Wie lange geht denn das hier noch? Der Lacher, bist du so eine Manpower haben? Oh, das ist Elite. Ein Elite-Sniper, ich glaub's nicht. Das war heftig. Allein,
nein, 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 nein. What the fuck? Nein! Geh doch mal aus der Deckung raus! Wo sind die denn alle? Trefferkennung ist völligst für den Arsch gerade. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich... Was? Keine Munition mehr? Ernsthaft? Ja, ich auch nicht. Geilste Situation ever. Ja, das Problem habe ich auch. Pistole ist natürlich die einzige Waffe, wo ich noch keinerlei gute Munition dabei habe. Das heißt, wo ich keine gute Waffe habe. Ausgerechnet die. Warte mal, wir machen mal folgendermaßen. Nein, ist natürlich geil, sowas mitten im Gefecht zu machen. Einfach mal ein bisschen Unterdrückungsfeier. Dann das mal kurz dahin. Keinen Schaden jetzt gemacht? Ernsthaft? Hier kommst du nicht raus, Nutte. Hallo, so von Frau zu Frau, sowas sagt man nicht. Aber es ist auch krass, wie die Gegner einen umlaufen. Au, 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 au. Au, 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 au. Funktioniert irgendwie gar nicht. Ach, da liegt doch Munition. Oh, Jesus. Was haben wir denn? Bum, bum, bum. Wir müssen wieder unbedingt auf Gesundheit gehen. Das ist einfach cool, dass du das im Game. Nice. Im Game einfach mal so ändern kannst. Wie du es gerade brauchst. What the fuck? Oh, ja, 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 ja.
macht einen richtig heftigen Damage. Slingshot. Wir haben noch, genau, wir haben 13 Schuss. Ich gehe jetzt nicht aus der Deckung, bevor nicht irgendwas vom Gesundheitsbereich nachgewachsen ist, nachgeladen ist. Sie habe ich im Griff, also sie habe ich im Blick. Es kann's nicht sein! Verfickte Scheiße, ey!